Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Abby und ihrer Geschichte. Ich glaube, unser Speicherstand ist hier leider nicht ganz korrekt. Wir haben hier letztes Mal aufgehört. Der hat jetzt wieder den zurückgesetzt, wie es ja immer tut. Ich will nochmal eben gucken, ob wir eventuell was übersehen haben. Lass uns mal schauen. Gehen hier nochmal eben einmal durch. Ne, sicher ist sicher. Einmal eben hier gucken. Da ist nichts. Und da war ja auch was mit einem Safe, ne? Wir erinnern uns. Den wollten wir ja noch knacken. Gucken wir gleich mal, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ah ja. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in der letzten Folge auch schon waren. Kann man auf jeden Fall rüber. Wir machen das mal. Guck mal, hier liegt was. Ich weiß nicht, ob wir das schon gelesen haben. Wir gucken uns das mal eben an. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss Fedra einen Tipp über unsere kleine Ration-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Jiao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist... Aha! Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier ausziehen. Pass auf dich auf, May. Okay, siehst du, guck mal. Da haben wir noch den Code. 68 96 89. Okay. Gut. Geht doch. Okay, da gehen wir gleich hin. Warte mal. Das ging noch höher, ne? Ja. Mal eben schauen. Nichts. Aber hier. Muni. Und noch ein Zettel. Schon eine Weile hier. Meine Propheten gewähren den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wolves zu führen. Vergib mir meine Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind. Mach ihn glücklich. Pass auf ihn auf. Es sind zu viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch ich habe meinen Teil getan. Um das zu ändern, du hast mich durch den Sturm geführt. Jetzt muss ich ruhen, möge der Sturm ruhig sein, mögest du mich heimführen. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Okay. Gut. Okay, jetzt sind wir hier wieder in dem Laden. Gehen wir hier hinten auch nochmal eben gucken. Guck mal, hier liegt noch was. Das ist immer so doof, wenn das Spiel den Speicherstand irgendwie um ein paar Minütchen zurücksetzt und man gar nicht mehr weiß, wo man schon war und wo nicht. Weil guck mal hier, die Flinte, die hatten wir auch schon. Sehr schön. Gut, jetzt kommen die da oben runter, ne? Ey. Hab ein ganz schönes Chaos angerichtet. Junge, Junge, Junge.
So, jetzt muss ich nur noch den Safe finden. Wo war der denn jetzt noch? Hier war der nicht, oder? Komisch. Hier vielleicht? Nein. Da ist er. Gut, jetzt muss ich mal eben gucken. Achtundsechzig, sechsundneunzig, neunundachtzig. Yes. Ich hab's. Guck mal. Und ein Lernbuch. Stadtkrieger, Nahkampftraining für Zivilisten. Cool. Neuer Verbesserungszweig. Impuls. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Okay. Ja, das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen, oder? Gut, ich glaube, dann haben wir hier alles. Dann können wir quasi hier weiter, ne? Mal eben gucken. Herstellen kann man nichts. Guck mal. Verstehe ich gerade nicht. Was soll ich denn hier? Wenn hier doch gar nichts ist. Na gut, dann gehen wir weiter. Da werde ich nicht hochkommen, ne? Ne. Ja, da war ich wahrscheinlich da vorne schon richtig, oder? Lass uns mal gucken. Oh yeah. Hier war Action. Und das nicht zu knapp. Märtyrertor. Auf dem Stillstand wurde gebrochen, aber hier kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Das ist abgefahren. Meine Prophetin, bitte gewähre mir, könntest du. Vielleicht ist es möglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wulfs mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du in Frieden. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Okay.
So, wir gucken mal eben hier, ne? Hier haben wir immerhin ein paar Teile. Das ist doch schon mal was. Da kann man hoch. Können wir mal eben machen. Oh, hier, Nahkampfwaffe. Aua. Okay, das war so nicht geplant. Machen wir gleich, wir gehen erstmal hier gucken. Das sieht nämlich auch sehr interessant aus hier. Noch ein Zettel. Heute gibt es viel zu lesen. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei einer letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit den üblichen Scar-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will. Und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind. Oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sag dir. Was? Ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hatte etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sally. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Aha. Interessant. Holster. Geilomat. Oh, Teile. Na siehste, da hat sich das doch schon mal gelohnt hier. Mal reinzuschauen, oder? Stange. Cool. Gut. Hier ist noch ein Zettel. Das gibt's ja wohl nicht. Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Was haben wir hier? Nächsten Zettel. Das sind überall Zettel, sicher, jetzt erst. Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Oh, will jemand Sex haben? Ja. Ja, noch mehr Zettel. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einem neuen Sattel und neuen Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Okay, nächster. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt. Und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeit zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Ja, das stimmt. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon zwei Wolves in deinem Namen befreit. Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt alles gelesen, oder? Mal eben hier drüben gucken. Ah, oh, nee. Dachte, hier liegt vielleicht irgendwo was. Ah, oh, nee. Heute nicht. Hier liegt was. Sehr gut. Autsch. Guck mal, da ist ein Loch im Zaun. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Warst du wirklich noch nie weiter von Helden weg? Ja, ich war ein Jahr in den Wachturm. Und die Ältesten fanden mich leider weg. Und jetzt, wo du hier bist? Was meinst du? Es ist eine Ehre, aber das Wolfsland ist trostloser, als ich dachte. Wie konnte man jemals hier leben? Ihr Untergang war selbst verschuldet. Oh oh. Okay, guck mal. Da hinten ist noch einer. Achtung. Was? Komm her. Los, ihr habt nichts mehr. Oh. Okay, der hat gesessen. Voll in die Birne. Was ist hier los? Der Wolf ist auch hier! Bei den Schwarz! Lecker!
Okay. Uiuiuiui. Ich sehe die nicht mal. Habt ihr das gesehen? Da ist sie gerade an der Stufe hängen geblieben. So. Erledigt. Gut, dann können wir uns jetzt in Ruhe umgucken hier. Jo, da oben. Mhm, ein bisschen Loot. Ein bisschen Heilung. Schublade? Hä? Ah, jetzt. Da ist noch was. Okay. Da ist erstmal nichts. Da drüben ist auch irgendwas. Lucky Tiger Comics. Wir gehen mal rein. Mummi. Sehr gut. Guck mal, hier im Bus ist auch was. Zwar nur eine Flasche, aber warum nicht? Scharfschütze war da oben. Es muss einen Weg durch das Gebäude geben. Okay, eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Warte mal. Da drüben waren wir noch gar nicht. Moment. Guck mal, der eine war da oben. Und hier haben wir noch gar nicht geguckt. Ja, ja. Hier nochmal schauen. Da geht's sehr tief runter. Owen,
sag mir, dass sie dich nicht erwischt haben. Oh, krass. Wie hoch geht denn das? Research Lab. Da ist nichts. Jawohl. Dann ist hier doch bestimmt auch irgendwo eine Werkbank. Guck mal, hier ist er. Okay. Hier ist Ende. Oha. Alles eingestürzt hier. Okay, ich packe das. Zack. Ah ja, hier, guck mal, da ist wieder das Zeichen. Was ist das hier? Ein kleines Camp. Na klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Cool. Aber eine Werkbank. Feuerrate, Stabilität. Feuerrate. Ist, glaube ich, ganz gut. Cool. Okay. Muni. Und ein Zettel. Cable, wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater Ezra. Nett. Nett. Auf echt schräge Art. Ja, ich weiß ja nicht. Du Miststück. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Sehr wahrscheinlich nicht. Ratten.
Ratten, Ratten, Ratten. So. Die Ältesten wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt! Der Ort ist drauf. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Ja, okay. Mal eben verbessern, ne? So. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir richtig aufpassen. Ist auch noch einer. Zwei sogar. Okay, wir erkunden mal eben hier. Geht's auf hier. Ja. Guck mal. Voll zur splattert hier. Aber hier liegt nichts rum, ne? Schade. Holy shit, ey. Da kommen noch mehr. Oh. Ich glaube, wir haben alle.
Uiuiuiui. So, jetzt können wir uns aber dann auch in Ruhe hier mal, ne? Umsehen. Hier gibt es bestimmt das ein oder andere. Oh. Ja. Machete. Ja, Muni. Muni, Muni, Muni. So, die Kollegen haben hier nichts mehr, ne? Oder? Haben die noch was? Na, Schrot. Muni ist voll, okay. Was für eine Ruine, ey. Wir machen mal Licht an. Können wir besser gucken. So, einen kleinen Snack für zwischendurch. Okay. Hier geht's auf jeden Fall raus, ne? Oder hoch. Je nachdem. Wo man hin möchte. Aber hier ist nicht wirklich viel. Ne. Hier noch ein bisschen Stoff. Ein bisschen Heilung. Ja, doch. Jetzt haben wir was gefunden. Jetzt bin ich zufrieden. Okay. Dann müssen wir nach unten, ne? Also hier. Zack. Und dann hier lang. Jetzt muss ich runter zur Straße. Ja. Lass mich! Pack sie! Lass mich los! Krass. Abby die Ohrenbeißerin. Wie Mike Tyson. Eieieiei. 4 Monate zuvor. Owen! Owen! Mal auf jetzt! Hey! Hey! Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Schöne Weihnachtsmusik. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut?
Bisschen neugierig. Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Okay. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Was haben wir hier? Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Okay. Da kommen wir nicht rein. Aber schön hat das hier. Oh. Es ist tropisch. Wo hast du das her? Finde ich gut. Weißt du noch, der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig, das Ding bis hierher zu kriegen. Da würde ich mich auch hinsetzen. Ja. Ah, cool. Können wir sonst noch was angucken? Ah, hier. Bogen. Ah, ich weiß, was hier kommt. Ja. Hier kann man gegen ihn Bogen schießen. Und da gibt es dann eine Trophy für, wenn man mehr Punkte hat als er, glaube ich. Abigail, was wird das? Du bist der Einzige, der mich so nennt, weißt du? Er hat doch gesagt, wir dürfen uns umgucken. Du überstreichst doch nicht etwa Max' Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh. Hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Okay. Ja, also, ne? Hier lässt sich das aushalten. Hier würde ich mich auch entscheiden. Ein schönes Gefühl. Nett. Alter Kassettenrekorder. Mit cooler Weihnachtsmusik. Da bin ich doch dabei. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser schönen Feuerschale ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir denn dann so als nächstes Schönes machen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für eure Zeit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberspielen. Und wenn ihr mögt, wisst ihr Bescheid. Nächste Folge kommt und dann dürft ihr gerne wieder einschalten. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer... Tschö. Mit Ö.